Ja, da sind wir wieder. Ich habe euch mal ein bisschen geskippt, ein bisschen Trash-Packs weggelassen und so. Von daher kommen wir jetzt zum dritten Boss, Fenrir, der Wolf, ne? Der Valhalla bewacht eigentlich, glaube ich, ne? Ist das so in der Saga so? Ja, aber egal, wir gehen rein. Es kommt zu zwei Phasen. Wir fighten jetzt einmal hier vorne. Es gibt nämlich zwei Wege zu ihm, das zeigen wir aber gleich, wenn wir den dann komplett besiegt haben. Da kommen wir gleich noch zu. Ich will euch ja nichts vorenthalten. So sieht es nämlich aus, ne? Was geht, was geht, was geht. Ja, es werden zwei Spieler in NHC ausgesucht. Ich glaube, drei Spieler in HC und in Mythisch. Kann auch sein, dass es erst in der zweiten Phase kommt. Die werden angesprungen, sollten ein bisschen auseinanderstehen. Und dann passt das von daher. Also, ein paar Fähigkeiten kommen natürlich in der zweiten Phase noch dazu. Wird einer markiert und da muss man halt weglaufen vor ihm, weil der Damage halt extrem hoch geht. Und ja, das war schon eigentlich groß und ganzen. Man muss ja ein bisschen aufpassen, oder was heißt aufpassen? Ich finde es halt cool gemacht, dass man halt der Spur folgt zu Fenrir. Jetzt waren vorhin, wie heißt es denn? Fußabdrücke, jetzt sind es Blutspuren, weil wir ihn halt verletzt haben. Und umso schneller man ist, umso weniger Life hat er nämlich, denn er kuriert sich jetzt. Ne? Man hat ja auch die Fähigkeit, läuft glaube ich ab. Wunden lecken. Ja. Und ja, er kommt aber glaube ich nur bis 50% wieder hoch. Oder? Wie war das? Oder doch 60%? Ja gut, okay. Kann sein. Wir klären trotzdem nochmal. Wir klären hier. Ne? Wir sind ein paar Kleriker. Wir klären trotzdem nochmal hier ein bisschen den Raum, denn wie gesagt, diese eine Fähigkeit, wenn man vor ihm wegläuft, braucht man ein bisschen Platz. Und man darf halt nicht vor ihm stehen, denn sonst ist man, glaube ich, auch schon auch wieder im One-Hit. Aber man pullt die sonst zu dem Boss. Und das muss jetzt nicht unbedingt sein, würde ich mal so sagen, würde ich mal so behaupten. So, wir legen los. Löschern die Käse. Und klatschen einfach weg. So. Das ist jetzt das Heulen. Da kommen jetzt so oder so, glaube ich, noch Adds dazu. Gibt es das überhaupt? Und jetzt hier. Ah, jetzt werden drei Spieler markiert. Habt ihr gesehen? So, und die sollten halt ein bisschen weiter auseinanderstehen. Ich hoffe, jetzt kommt auch noch gleich noch die Fähigkeit, dass hier ein Spieler weglaufen muss. Das ist hier. Der Mage muss jetzt weglaufen. Blutgeruch. Wir können hinterher. Okay, anscheinend macht es doch keinen Schaden. Lol. Aber in den anderen Schwierigkeitsgraden. Doch, doch, doch. Glaube ich schon, dass das noch Schaden machen wird. Kann mir nicht vorstellen, dass das einfach so jetzt dahin geklatscht sein bleibt. Ne? Eigentlich hat er auch die Fähigkeit, dass noch Adds kommen. Oh, jetzt werden sogar vier markiert. Okay, also umso länger das geht, umso mehr Spieler werden markiert wahrscheinlich. So lange ist es noch nie mir vorgekommen. So. Müssten jetzt eigentlich schnell laufen. Ihr Komm, habt ah, da ist einen es. Segen errungen, Da Champions. ist der Segen. Ich Yeah. erwarte euch in der Halle des Ruhms. So ist es mal besser, so ist es. Jetzt können wir nämlich schnell lang. Das, was ich euch gesagt habe, dass da zwei Wege sind, da kommen wir jetzt nämlich zu. Denn da gibt es eine Gabelung und deswegen muss man auch den Fuß tapsen, Pfoten, da folgen. Die Abdrücke, Fußabdrücke, um dann zu Fenrir zu kommen. Hier seht ihr sie. Da. Und dann gehen sie einmal nach rechts oder nach links. Je nach. Je nachdem. Ach, da hat schon jemand gepult. Lol. Okay. Den ziehen wir mal mit. Na los, komm. Den ziehen wir mal jetzt hierher. Och nein, was macht ihr denn da? Okay. Klatschen wir hier nochmal ein paar Viecher. Ja, der Dungeon ist ja nicht schon lang genug. Oh. Ne, man hat ja sowieso nicht genug zu tun hier in diesem Dungeon. Da pulle ich doch einfach noch mehr. Nein, alles gut. Das kriegen wir sowieso hin. So, ich habe mal versucht, wieder PvP aufzunehmen. Ne? Nur mal so als Info. Es wird besser. Es wird besser. Und vielleicht kommt dann auch mal noch eine Folge. Wahrscheinlich. Hallo. Erst nächste Woche oder so. Aber mal gucken. Jetzt müssen wir erstmal hier diesen Dungeon wegbekommen. Von daher sollten wir das hinbekommen. Was? Okay. Ich glaube, das habe ich im letzten Part auch schon gesagt, ne, dass ich PvP aufgenommen habe. Ne? Sorry dafür. Mensch, ich wollte euch nicht die Infos nochmal doppelt stapeln. Was? Hat schon wieder jemand gepult? Och, Leute. Ihr macht mich fertig.
Ihr macht mich echt fertig, Alter. Pullt man hier alles, was man schön stehen gelassen. Ja, komm her, Alter. Das ist doch nicht euer Ernst. Ja, jetzt brauchst du nicht hier wieder hin. Jetzt bin ich zu dir gelaufen. Naja, gut. Mal ein bisschen aufpassen, Leute. Ne? Wenn ihr hier spielt und ihr schön, schön gespielt habt und hier ein paar Sachen stehen lasst, denkt dran, da stehen Gegner. Könnte auch passieren, dass der Tank einfach mal AFK ist. Und ja, werdet ihr erstmal weggeklatscht. Nice, ne? Nice. So. Jetzt kommen die zwei Räudigen, Alter. Die beiden gleichzeitig und dann noch im Mythisch Plus. Habe ich überhaupt keinen Nerv zu und auch keine Lust. Und deswegen macht das. Also nicht nur deswegen, aber die Trash-Gruppen sind einfach so elendig räudig. Und deswegen macht das auch, glaube ich, auch kaum jemand. Ich habe letztens Tauli gesehen im Livestream, der hat das gemacht. Aber. Nee, für mich ist das definitiv nichts und auch nicht die Zeit wert. Da kann man andere machen, andere Steine, die viel, viel schneller gehen. Und man meistens sogar auch drei Kisten rauskriegt, beziehungsweise auch zwei. Hier ist das sehr, sehr fragwürdig, ob man das auch so lockerflockig hinbekommt. Von daher, nö, bin ich da eher nicht der Guy für. Auch auf zwei, Hearts of Valor 2, also Heim der Tapferkeit 2. Hoffe ich, glaube, ich spreche es richtig aus. Nicht, dass ich hier irgendwelche falschen englischen Begriffe natürlich nutze. Aber sagen wir einfach in der Tapferkeit. Auch auf zwei habe ich da keine Lust zu. Na gut. So, geil, oder? Richtig geil gemacht dafür. Also der Dungeon ist zwar schwer, geht auch einen auf den Sack, aber es sieht einfach bombastisch geil aus, oder? Ich find's immer noch Hammer. Gut, wir kommen zu unserer letzten Prüfung noch. In allen Prüfungen habt ihr Stärke, Geschick und Verstand bewiesen. Eigenschaften, die nur die größten aller Könige der Wolken besitzen. Nun, durch die Erde, wie ihr euch mit einem messen. So, das sind nämlich... Siegreich, so könnt ihr eure Trophäe beanspruchen. Genau, Odin, so sieht es nämlich aus. Und die Trophäe ist natürlich die Aegis. Oder Aegis. Und wir müssen jetzt hier noch die letzten Herausforderer töten. Ja, doch, töten sogar. Um dann wirklich die EGs zu bekommen. So. Sieht nämlich aus. Ihr Hübschen. Ah, das haben wir gleich auch geschafft. Von daher. Bam. Also zwei Gegner kommen. Also zwei große Bosse kommen noch. Von daher kann ich euch das schon mal verraten, dass jetzt gleich noch was passiert. Nein, ihr kennt das ja. Ich werde euren Tod genießen. Deswegen ziehen wir die auch mal schon zusammen. Dann können wir ein bisschen schneller hier agieren. Haben auch schon so viel Zeit wieder. Das ist, ist krass, fast 10 Minuten wieder, ne? 7 Minuten oder so. 7, 8 Minuten schon rum, Alter. Und haben gerade mal einen Boss gemacht, Alter. Es ist. Ja, gut. Es zieht sich. Aber es ist auch unsere eigene Schuld, ne? Da haben wir nicht alle genau gut aufgepasst. Und haben das dann noch ein bisschen gestreckt. So, komm her, mein Hübscher. Da liegt da. Jetzt kommen die letzten beiden zusammen. Man sollte immer von links nach rechts anfangen, denn die Fähigkeiten wandern immer weiter. Oh, halt, AOE. sorry. Denn der rechte hier, der ganz rechte, nicht den ich im dringend drin habe, ruft nämlich Ahnen herbei. So, wenn er als erstes stirbt, haben die anderen auch Ahnen. Und die kann man nicht kicken, die muss man nämlich töten, bevor sie den Ayopa hier erreichen. Oh, kick doch mal einer, bitte. So, anscheinend interessiert das hier keinen, aber es ist ja auch NHC. Ich habe euch unterschätzt. Ja, hast du. Zum Glück wir dich nicht. Ich bin geschlagen. Dem Sieger seine Beute. Danke. Wo ist er? Die Aegis von Akrama soll euch gehören. Yeah, wir haben es geschafft. Da ist sie. Yeah! Guck mal hier in meiner linken Hand. Geil, oh, oder? Ich habe mich bewiesen, Odin! Ich bin Gottkönig Kobalt! Diese Sterblichen. Da ist er. Mir die Sau. Streitig machen. Ah, komm noch her. Die Sieger haben ihren Anspruch geltend gemacht, Skowald. Wie es ihr Recht ist. Euer Protest kommt zu spät. So sieht's aus, Mann. Wenn sie die Aegis nicht aus freien Stücken übergeben, dann soll ihr Tod mir diesen Dienst erweisen. Immer dieses Kämpfen, Wollen wir nicht mal Tee trinken? Hallo? Ich hab ihn doch angehütet. Naja, gut.
relativ einfach. Er macht eine Fähigkeit, jetzt habe ich natürlich wieder nicht im Kopf. Wo wir die EGs aktivieren müssen, das ist nämlich Apokalypse, genau. Wir bauen ein Schild auf, können nebenbei auch noch ein bisschen Damage machen, raushauen. Und die Schüsse bekommen wir nicht ab. Und ja, sind halt so gesehen geschützt, wenn er durch die EGs. So, wir verlieren die dadurch. Und er übernimmt sie. Und macht das gleiche jetzt nochmal andersrum. Wir stellen uns hinter ihn in und müssen eigentlich nur noch den Flächen ausweichen, die dann hier unten auf den Boden kommen. Und können dann weiter fighten. Wir müssen danach das wieder aufnehmen. In HC und in Mythisch kommen dann Ads gleichzeitig dazu. Die sollten definitiv Fokus werden, weggeballert werden, fertig ist. Joa, das war der Fight, ne? Den Charge, den er zu einem macht, den hier jetzt, sollte man dann doch ein bisschen auseinanderstehen. Also auf jeden Fall die Ranges sollten wenigstens ein bisschen auseinanderstehen. Und damit man nicht den ganzen Schaden immer abkriegt. Ne? Der Heiler will ja auch nicht in Bedrängnis kommen. Und da könntet ihr ihn mit unterstützen. So, Apokalypse mache ich trotzdem nochmal zur Sicherheit. Okay, gut. Yeah, Gold. Wie, keiner kriegt was? Doch, da ist es doch. Oh, Level 109, ey, das war schon mal geil. Nice. Ich hielt die Kräfte der Valajar stets für unerreicht. Und dennoch steht ihr hier vor mir. Ja, mein Bester. Jetzt kommen wir zu einem Fight. Eine der ist. Erwartet euch noch. Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, das erste Mal auf Mythisch. Triumphiert ihr, werde ich selbst eure Namen in diese heiligen Hallen meißeln und euch eine würdige Belohnung gewähren. Danke. Da haben wir doch nicht so den Schaden gehabt. Und da in diesem Fight ein Ad kommt, was gefokust werden muss, zu 100% gefokust werden muss, ja, war das nicht so prickelnd für uns. Gut, aber das sollten wir jetzt hier halt locker flockig hinkriegen. Hier. Locker flockig, das ist mein neues Wort irgendwie, keine Ahnung, oder mein Satz. Ne? Gut, die Speere, ihr seht einen im Hintergrund, die explodieren nach einer gewissen Zeit. Und es kommen Leuchtekugeln euch entgegen. Yeah, Kugeln des Lichts, ahu. Und, kann man ausweichen. Ist jetzt nicht so dramatisch schwer. Von daher, werdet ihr gleich sehen. Wahrscheinlich laufe ich gleich noch rein. wir können den natürlich auch weiterziehen als Tank. Ist das auch kein Problem. Und jetzt werden sie explodieren. So, und das habt ihr jetzt, ne? Das war's. So, ich muss... Hey, ich sehe mein Zeichen nicht mehr. Wo ist mein Zeichen? Ist das mein Zeichen? Lol. Normalerweise ist das auf dem Kopf. Ist sowas wie ein KR, kleiner KR, man hat mehr Schaden und dann wird auch noch KR hier gezündet. Perfekt für uns, um ein bisschen was rauszuballern. Um ihn kaputt zu kloppen. In HC und in NRC halt kommt dieser gesagte, der Mob, ne? Das Ad. Hier nicht. Und von daher einfach. Einfach, easy going, ne? Wir haben ihn. Bam. Hohoho, mit Erfolg. Yeah. Wupp, wupp. Gebe auf. Danke. So, das ist wichtig, das nehmen wir jetzt mal. Nun, wie versprochen, eure gerechte Belohnung. Geil. Annehmen. Geil, geil, geil. So. Der erste schon. Oh, wir kriegen noch einen Gürtel. Nice, das ziehen wir doch mal an, das Ding. Wow. Fette Sache. Und können jetzt raus. So, ich verabschiede mich mal hier von der Gruppe. Tschüss. Und gehe raus. Ballern wir uns mal die Artefaktmacht noch in unsere Waffe rein und können dann noch die EGs abgeben. Eine Säule der Macht. Oh. So. 100 Artefaktmacht. So. Oh, die Questreihe ist noch fertig. So, wo ist es denn? Da ist es. Hallo? Hallo? Teleportiert in der Mitte von Dalaran benutzt. Ach, lol. Habe ich wieder zuvor gearbeitet, ne? Ah, das sind doch welche. Das ist doch nicht nett, ey. Dachte ich mal, können wir mal ein bisschen Zeit sparen. Nö. Gut, haben wir. Ja, jetzt haben wir es. So, jetzt können wir es auch abgeben. Endlich, Leute. Und ich muss auf Klo, muss ich euch sagen. Junge. Ah, ist auch nicht mehr feierlich. So, was haben wir denn hier? So, wir geben die Quest ab. Es ist Bam. Schön,
dass die Aegis von Agramar vor Skovald und schön, die Raben hier mit Verbündeten sicher ist. Odin sieht auch geil gemacht aus, ne? Mit dem brennenden Bart, Alter. Ihr habt eine gewaltige Aufgabe vor euch. Zweifellos werden die Skalden die Verse über euren Ruhm noch in ferner Zukunft singen. So ist das. Sehr schön. Geht hin, Champion, und zeigt dieser brennenden Legion den Zorn der Valar'jar. Oh, Odin, du bist mit uns. Geil. Natürlich, schnell, bester Mann hier auf dem Platz. Gut, Leute, ja, wir haben die Heilung der Tapferkeit geschafft. Wie gesagt, einer der räudigen Dungeons finde ich persönlich gut aussehen, aber geht genauso gut auch auf den Sack. Aber wir haben es geschafft und ich würde sagen, im nächsten Part sehen wir uns schon in Azula. Ne? Auf dem Landeplatz, da wartet schon Khadgar. Da hinten ist er. Und ich gehe mal nicht näher ran, nicht, dass er jetzt gleich was sagt und das, was wir noch hören möchten. Ne? Wir wollen ja auch die Geschichte wieder weiter erleben. Also Leute, danke fürs Zuschauen schon mal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald!